Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen hier zurück bei unserem kleinen, aber feinen Lagerfeuerchen, was wir hier fabriziert haben. Letzte Folge haben wir erstmal die komplette Bude niedergebrannt. Gleichzeitig natürlich auch das Lagerfeuer mit angezündet und unser Schlafplatz ist zum Glück noch heile. Das ist super. Finde ich total klasse. So, ja. Letzte Folge sind wir bisher hergelangt. Der Baum brennt auch. Wir haben schon wieder hier alles in Brand gesetzt, was nur geht. Und hier rennen Säbelzahntiger rum. Da drüben war, glaube ich, auch gerade einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kommen Wölfe. Die haben zum Glück Angst vor Feuer. Das ist sehr, sehr gut. Hau ab. Naja, gut. Auf jeden Fall schauen wir mal auf die Mappe, oder? Würde ich sagen. Wir schauen mal auf die Mappe. Wir gehen mal jetzt hier hin. Stammeskonflikt vernichten. Brenne das Lager nieder, um den feindlichen Vormarsch zu stoppen. Schwierigkeit Mittel. Besonderheit plus ein Fähigkeitspunkt. Okay. Dann auf geht's. Dieses Lager da drüben könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Das ist Ton. Ton, Ton, Ton. So, dann haben wir hier überall. Ich bin froh, wenn es wieder Tag ist, wenn ich ehrlich bin, weil nachts ist irgendwie tausendmal mehr los. Vor allem die Wölfe gehen im Nachts ziemlich auf den Keks. Ohne die Wölfe müsste ich wahrscheinlich gar nicht mit Feuer schon rumrennen. Aber gut, das Feuer ist mir immer ein bisschen suspekt, weil irgendwie stecke ich damit immer irgendwie alles in Brand, was in Brand stecken zu geht. Stecken zu geht. Nordgelbblatt, aha. Ja. Kein Ton mehr, sag ich dir. Was los? Was los? Was los? Was meckert ihr? Was meckert ihr? Alles gut, ich mach nichts. Ich lasse euch am Leben vielleicht. So, ja, 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 ja. Hallo, Klappe. Lass mich mal, hallo. Könnt ihr jetzt mal eure Papa halten oder was ist los? Boah, sind die nervig gerade. Tägliche Rohstoffe sind jetzt im Belohnungslager zur Verfügung. So. Langsam, wir machen mal langsam, ne? Denn ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Hier ist erstmal noch nichts los. Das heißt, wir nehmen erstmal das Grünblatt, nehmen wir natürlich noch super gerne mit. Und dann würde ich mich gerne irgendwo, um ehrlich zu sein, verstecken. Einfach hier so, da. Und dann mal erstmal mit der Eule ausspionieren gehen. Was uns hier eigentlich jetzt nun erwartet. So. Okay. Was sollen wir jetzt hier machen? Okay, wir gehen mal... Wir gehen mal kurz da oben gucken. Oh, oh. Bam. Mal kurz nebenbei einen anderen Kollegen geholfen. Ich hoffe. Ich muss mal da ganz fix hinflitzen. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Denn dann kriegen wir wieder jemanden Neues. Bleib mal dort. Bleib mal dort. Hier, hier geblieben. Danke. Und dich kann ich, hallo, losbinden. Ah, nice. Schmecken lassen. Befehl ignorieren, alles gut. Also dort unten in dem Lager, neuer Dorfbewohner, yeah, 74, Nordschwarzstein. Also wir treiben uns hier gut im Norden rum, sodass wir ein bisschen das Zeugs auch kriegen, das ist sehr, sehr gut. Was jetzt hier unten nun ist, warte mal, ich will nochmal kurz gucken. Erkunde diesen einzigartigen Wundenland von Orus. Ach hier, warte. Brenne das Lager nieder, ah, okay, na das kriegt man hin. Das kriegt man doch hin. Hallo, ich habe doch angezündet. Aha. So. Yeah. Oh oh. Oh 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 oh. Ich verbrenne mich doch hier wieder. Oh nö, dort brennt es doch auch schon wieder. Ist doch kacke. Wer bist denn du jetzt? Warum stehst denn du jetzt hier rum? Ach, das ist der, oder was? Reden. Ah,
Schön brennen wir alles nieder. Oh, du Kacke. Und das soll hilfreicher sein, wie dass die hier Tiere töten, ja? Ich meine, was machen wir gerade damit? Ich weiß es nicht. So, okay. Wir gucken mal auf die Mappe. Da sollen wir hin. Ah, klasse. Brenne das Lager nieder und feindlichen Wohnungen. Okay, da gehen wir erstmal hier hin. Dann machen wir erstmal das Leuchtfeuer. Macht ja Sinn. Ne? So, Leuchtfeuer. Wie sieht denn das überhaupt aus? Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in I. Was haben wir denn hier? Wir könnten mehr Speere zur Verfügung stellen. Was wahrscheinlich nicht... Nee, bessere Speere. Und hier natürlich dann noch bessere Speere. Und hier fehlt uns noch seltener Südstein. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Was wollte ich? Was wollte ich? Den... Oh, geil. Yeah, wir haben einen geileren Bogen. Oh, hier gibt es noch einen. Traumhaft. Was wollte ich jetzt? Warte, ich bin nochmal fix am Überlegen. Hier haben wir mehr Keulen, hier haben wir mehr Speere. 6 Speere ist das Maximum. Wir haben jetzt geilere Speere, was natürlich nicht schlecht ist. Hier können wir mehr davon. Ubisoft, was? Kommen in der Geschichte voran und gehen jetzt was exklusiv Blut. Möglicherweise ist der Zugriff auf diese Warte von Kern. Okay. Scheiße, ich hab's vergessen, was ich machen wollte. Die Schleuder wollte ich mir auch mal machen. Oh, Waffenwechsel. Ja, ja, das weiß ich doch. Hallo? Boah, geil. Yeah, wir haben besseren Bogen. Ja, wie geil. Das freut mich gerade sehr. Ach so, ich wollte mal wegen diesen Waffen. Ach, da muss ich erst zurück ins Dorf, ne? Oh, der hat noch einen besseren Zoom, habe ich so das Gefühl. Wie komme ich jetzt hier hoch, verdammt? Ich guck mal kurz auf die Map. Wo zeigt's mir hier? Da komme ich rum, theoretisch. Ah, da müssen wir mal da rumgehen. Na gut. La 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 la. Aber wir kriegen hier gut Gestein und so ein Mist. Nordschwarz, bla bla bla. Rot, bla bla bla. Das Mammut, das könnten wir theoretisch angreifen. Aber machen wir erstmal nie. Die Speere, wie sehen die denn jetzt aus? Oh, fett. Wie viele können wir davon tragen? 6 Stück war das Maximum, ja, okay. Ah, es ist gerade so... Es reizt. Ein bisschen reizt. Greifen die mich eigentlich an oder lassen die mich in Ruhe, wenn ich hier vorbeirenne? Was nervt denn da schon wieder? Oh oh. Oh oh. Nicht so gut. Okay, interessant. 2 Speere und das läuft. Alter Schwede. So, jetzt komm erstmal wieder her, meine Süße. Das, den Mammutangriff hast du nicht ganz so überlebt. Das kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Weil die ja doch ganz schön zupacken. Die Speere sind epic. Also davon gibt es ja halt auch nur 3 Stück. Die sind nice. So, Speer kann ich ja nicht mehr mitnehmen, weil ich gerade auch so sind schon welche gecraftet habe, ich voll Idiot. So, die 2 haben wir gleich mal mitgenommen. Ist uns hier denn schon zu kalt? Nein, uns ist noch nicht zu kalt, das ist gut. Also Mammut brauchen wir jetzt eigentlich auch keine Angst mehr haben. 2 Speere von den guten und das wäre geklärt. Nice. So, gehen wir mal weiter, Minzekatze. Aber wir müssen gleich Leuchtfeuer einnehmen, das heißt, ich wechsle gleich wahrscheinlich wieder auf den Höhlenbären. Ich kann es ja einfach nochmal erklären, aus gutem Grund, denn der zieht die Aufmerksamkeit auf sich, hält mehr aus und muss nicht schnell sein. Deswegen wechsle ich dann immer auf den Höhlenbären. Macht wahrscheinlich ja Sinn. Hoffe ich, denke ich, gehe ich von aus. Ach, dort oben. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh. Kann ich schaden? Alter Schwede, ich knock hier die Mammutzen weg und das war's. Was macht denn ihr hier? Bist du ein lieber, ein netter oder was ist bei dir richtig? Ein Speer, noch ein Speer, super. Geilomatico.
Müssen wir welche herstellen? Einen. Na gut, einen haben wir eingebüßt. Alles gut. Alter, hier ist ja alles voll mit Mammutzen. Nicht so gut. Da hoch müssen wir jetzt. Also da müssen wir auch hoch, aber tut jetzt nicht Kleinod, das können wir danach machen. Ja, das weiß ich mittlerweile, dass ich das machen muss. Ich hoffe nur, die greifen mich nie an, das ist einzig so. Deswegen habe ich den Speer noch draußen. Weil ich ja nicht weiß, ob unsere Miezekatze vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber die Mammutzen sind okay. Die Mammutzen, die... So, ich würde gerne mal... Okay. Nein. So. Ich lass mal gucken. Das wird ja bestimmt nicht reibungslos hier ablaufen. Da ist zum Beispiel jemand. Den greifen wir damit an und den greifen wir so an. Okay, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ich kann ihn angreifen. Ich bin wahrscheinlich zu weit. Muss vielleicht erst noch umlenken. Naja, wenn du immer dabei bist, kannst du den Otlein mitnehmen, du Blödi. Yeah, geschafft. Juhu. Ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. Okay. Ein Bonus für unentdeckt geblieben. Total geil. Ort entdeckt. So, wo liegen die denn jetzt hier rum? Hier liegt irgendwo einer. Ja. Was ich ja mit der Höhle auch noch gerne erforschen wollte, ist das hier? Nein. Ist, dass man, dass die Bomben werfen kann. Das müssen wir als nächstes auch noch mitmachen. Das wäre mir sehr, sehr angenehm. Und der ist hier irgendwie runtergefallen. Das kann mir jetzt auch erstmal egal sein. Miezekatze, kannst du mal ein Stück rübergehen? Das wäre super lieb von dir. Aha, jetzt. Okay. Yeah, nächstes Leuchtfeuer. 5 von 16, glaube ich, oder? Ja, 5 von 16. 600 XP, wenn ihr Bevölkerung erhöht. Super. So, zeig mal an. Wie viel haben wir jetzt? Töte und durchsuche den Träger. Aha, aha. Wo denn nun schon... Oh, ist doch nie wahr. Ist doch nie euer Ernst. Belohnungslager öffnen. Wir können ja mal reingucken. Was könnte man denn gebrauchen? Okay, Hardwood haben wir jetzt ein bisschen was benutzt. Deswegen konnte man davon jetzt was mitnehmen. Zum Wiederbeleben haben wir da auch irgendwas benutzt, nie? Nö, scheinbar nicht. Das können wir noch mitnehmen. Okay, das können wir noch locker mitnehmen. Oh, oh. Südahorn haben wir ganz schön viel verbraucht. Und von den seltenen Tierhäuten oder sowas haben wir gar nichts. Oh. Yeah, Miezekatze. Let it go, let it go. Der läuft weg, der Feigling. Okay. Wo haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwo hin? Oh, oh. Aha. Da hast du was, schenke ich dir. Wo ist der Träger jetzt hin? Ach, da oben irgendwo. Kannst du dich mal drum kümmern, da kann ich derweil looten. Das wäre nett. Schönchen, schönchen. Ach hier, den haben wir noch nie gelootet. Ja, okay. So, suchen. Hier liegt noch irgendwo einer. Ach, das war der uns da um die Ecke geschlichen kam. Den haben wir gut weggenommen. Dum 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 dum. Da oben rennt doch schon wieder einer rum. Oh, was ist denn das? Hier kannst du keine 2 Meter laufen, ne? Da ist Volk an Volk geklebt. Es ist schon manchmal ein bisschen... Da hoch. Dahinter darfst du jetzt. Ach nee, das ist der Träger. Ach so. Na komm, geh mal gucken. Na. Aha. Gut. Hier ist kalt. Wir wollen aber bloß kurz den Träger looten. Was anderes will ich gar nicht. Okay. Venia-Ereignis abgeschlossen. Und dann müssen wir hier was niederbrennen. Ja. Hallo. Das hier? Okay. Ich glaube, das ist das Richtige, was wir hier niederbrennen sollen.
Ach so. Akzeptieren. Ach nö, jetzt fängt das erst an. Da schicken die uns von A nach B, von B nach C. Toll. Mir ist kalt. Ich muss jetzt da hoch irgendwo. Na gut, ist gleich um die Ecke. Erkunde die einzigartige... Nee, das... Ich will das... Hallo? 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 Ach komm. Warnung, Missionsgebiet verlassen. Was? Erreiche das Lager. Wir müssen uns hier, müssen wir uns jetzt leider ein bisschen beeilen. Leider, leider, leider. Okay, okay. Warte, 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 warte. Und dann kannst du mal Hallo sagen gehen. Alter, der Bär, der rennt einfach mal durch. Was ist los? Nein, der da. Ach, den... Oh, oh, mein Bär liegt dort rum. Okay. Ja, ich bin gleich da. Mist, 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 Mist. Mist, Mist, Mist. Wo bist du, mein Schatz? Scheiße. Ich komme. Alles gut, alles gut. Oh, jetzt habe ich dich ins Aua gestürzt. Das wollte ich nicht, mein Schatz. Das wollte ich nicht. Alles gut. Hier, komm nochmal her. Haben wir das jetzt geschafft hier, oder was ist los? Jetzt muss ich mal fix looten. Das noch und... Den noch, den Herrn. Dass ich mich erstmal wieder neu justieren muss, immer wenn der wieder hochguckt. Ach, das sind die Sachen, die ich anbrennen muss. Okay, ich verstehe. Vorher nochmal looten, damit wir dann fleißig wegrennen können. Der hier noch. Dieser hier noch. Okay. Und dann da hinten irgendwo noch einer. Warum der auch immer tot. Warum auch immer der tot. Ach, den habe ich hier. Den habe ich auch mit einem Pfeil genockt. Okay. Bin ich doof, ey. So, das brennen wir mal an. Dann brennen wir das hier an. Dann brennen wir das hier an. Das da. Ist mir jetzt egal. Oh. Wo ist denn hier mein Bärchen? Okay, das war wieder mega schlau hier. Brennende Fackel hier. Komm, anzünden. Was gibt's noch anzuzünden? Das gibt's noch anzuzünden. Und bestimmt noch das hier anzuzünden. Und was noch? Ich muss hier langsam wieder raus. Mir ist hier... Ach nee. Hier brennt der Feuer. Da ist mir nicht kalt. Brenne das Ute im Lager nieder. Okay. Jetzt kommen sie wieder von dort. Wo sind sie? Oh, fuck. Nein! Hör damit auf! Finde ich nicht gut. Aua. Von wo? Aua. Scheiße. Boah, was ist los? Boah, Alter. Geh mal hin. Sag den mal, der soll damit aufhören. Okay, was kann ich hier noch niederbrennen? Das kann ich noch niederbrennen. So. Oh, ich... Wo denn? Was kann ich denn hier? Alter! Oh. Okay. Dann hab ich doch nur getroffen. Ich dachte... Ich dachte, ich habe meinen getroffen. Ist schon mein hier und so. Das brennt. Okay. Wo noch? Oh, Alter. Das ist voll die Kack-Quest. Ganz ehrlich, die ist voll Shit. Aber mir ist, Achso, das hier können wir bestimmt noch niederbrennen. Naja, klar, ich verbrenne mich wieder. Das ist ja völlig einleuchtend, dass ich mich verbrenne. Warum auch nicht? Oh, scheiße. Was denn nun schon wieder? Hm.
Oh, oh, wer kommt denn hier? Oh, oh, wer bist denn du? Scheiße hier. Halt die Fresse, Dorte. Oh, Alter. Oh, oh, mein Bär. Oh, 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 oh. Wo ist denn der da? Alter, jetzt geh doch mal sterben, du Kacktyp. Nein. Nein, nein, nein. Nein, du Mistvieh. Alter, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir ganz, weißt du das? Schon mal ein Speer im Gesicht gehabt, Alter. Kackbratze, Alter. Den will ich looten. Was hat denn der so einstecken? Wer ist denn das jetzt nun eigentlich? Hallo? Körper bewegen. Komm, das machen wir mal. Ja. Hallo? Hast du wohl nie ganz überlebt? Guck mal, schieß dir mal... Oh, fies. So, okay. Wir haben noch zwei, drei Sachen zu looten hier. Und dann schnell weg hier, weil... Oh Mann, oh. Nein, nein, wollte ich nie. Scheiße, ich wollte nie. Gut, für einen guten Zweck gestorben. Naja. Ach Mann, das hätte ich fast noch geschafft, aber na gut. Hallo? Looten? Darf ich dich nie? Oh, okay. Ich erfriere, glaube ich, fast. Bald. Also war wohl ganz schön was los hier, ne? Entkomme aus dem Gebiet, ne? Das ist ja jetzt das wenigste Problem, habe alles niedergemäht. Erstmal will ich noch looten. Und dann muss ich schnellstmöglich aus der ganzen Gegend hier wieder raus, weil... Ihr seht meinen Kältebalken, obwohl ich kann mich am Feuer aufwärmen. Ah, interessant. Gut, dann brauche ich mir doch keinen so krassen Stress zu machen, das ist okay. So, das nehmen wir natürlich noch mit. Da gibt es noch irgendwo Lootbeutel, sehe ich gerade. Bestimmt einer hier drinnen. Lootbeutel. Pfeil anzünden will ich nicht. Hä, bin ich doof? Nein, nein. Ah, du Idiot. Wo ist denn der Lootbeutel? Okay, da ist mir zu doof, jetzt den zu suchen. So, dann haben wir hier noch irgendwo zwei Leichen. Oh, diese Giftbomben, die gingen mir echt auf den Keks, ne? So, da hätten wir das geklärt und dann... Und dann setzen wir uns gleich mal eine neue Markierung, nämlich... Ach du Scheiße. Wo wollte ich denn hin eigentlich? Oh, wir könnten eigentlich zu dem da mal hochgehen, ne? Bollerwerk der U-Damm und stelle den Befehlshaber. Ach du Scheiße. Sehr schwer, viele XP, Schnellreiselager... Wollen wir den mal versuchen? Nee, den versuchen wir mal noch nie. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn die Quest jetzt hin? Hä? Ach, die zeigt es mir wahrscheinlich nie an, weil ich noch in dem Quest, in der Quest bin, oder? Ah, okay. Dann können wir hier nochmal jetzt reingucken. Hier müssen wir hin. Also gehen wir jetzt in diese Richtung. In diese Richtung. Wo ist es? Wo ist diese Richtung? Wo ist? Da ist diese Richtung, aber ich will erstmal aus dem Gebiet raus hier. Aus dem Schneegebiet. Hier ist mir auch noch, hier ist mir nicht mehr kalt. Wir müssen hier ein bisschen am Rand lang laufen, sonst wird das nix. Oh, Alter, voll die stressige Folge. Boah. Also die Totenkopf-Quests sind echt fies. Die sind echt mega. Da weiß ich nie, wie man da am dümmsten rangeht, ganz ehrlich. Was ist denn das schon wieder? Rettung. Oh, Mann. Okay, doch schon erledigt. Losbinden. Alles gut, geh nach Hause, Junge. Ja, ja. Ja, mein Tigri. Was denkst denn du, Junge?
Ja, es ist mein Tigri. Ach nee, da ist ein Tigri. Huja! Hätte ich mal einen Speer genommen, der wäre das wahrscheinlich besser gelaufen. Tigri! 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 Oh. Gut, erzähl ruhig weiter. So, wir gehen jetzt zur Quest von unserer Yalma. Yalma war das? Yalma? War das Yalma? Das andere war Seiler, ne? Das ist richtig, glaube ich. Well, aua! Nicht so nett. Nicht so nett. Boah, das ist voll... Das ist voll fies, wenn man nicht weiß, welcher der eigene ist. Boah, alter Schwede. Kommt gleich nochmal. Okay, ich lass mal den Speer in der Hand. Ich mag die... Ich finde die Speere gar nicht so ungeil. Die machen halt mega Damage, ne? Sehr, 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 sehr geil. Ach, hier ist wieder ein anderes Volk unterwegs. So. La la la. Feini. Feini gemacht, die du Habi. Klingt voll schwierig. Da. Was macht denn hier für komische Geräusche? Was? Mietkatze. So, da könnten wir runter. Das ist netter. Ja, ich würde sagen, wir stehen hier gerade relativ safe, hoffe ich. Auf jeden Fall war es das dann schon wieder für diese Folge. Miezekatze macht sich erstmal fein sauber. Zum Schluss streicheln wir unsere Mieze nochmal. Und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein in der Steinzeit hier bei mir mit dem Knusperkopf. Und wir sehen uns dann die nächste Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Dwyas pacham, adijam dwyas salwa daf daf. Mas matis guari, quator bani. Matakar na arsipi chauda dausa. Usa dwyas mati. Ya magis twarsha tanasha taparswa guarba de hasta Urus.